So, dann machen wir mal weiter, dass wir mal bei Need for Speed mal ein bisschen so langsam mal fertig werden. So, jetzt haben wir Klasse C und Klasse B haben wir jetzt soweit fertig, wie ich das hier sehe. Wir haben den, ja, kommt Klasse A und zwar Pacific Spirit. Wo bist du? Da ist Pacific Spirit, das ist ein Klasse A Rennen. Und jetzt gucken wir mal, was uns der Kollege dazu zu sagen hat. Diese Strecke zwischen hektischem Stadttreiben und uraltem Regenwald ist das ganze Jahr über eine sehenswerte Attraktion. Unser Rennkurs beginnt im pulsierenden Herz der Metropole. Doch schon bald lassen sie die Stadt hinter sich und fahren hinaus in die freie Natur. Während ihrer Fahrt über den verwitterten Highway, von den ruhigen Wogen des Pazifiks hinauf in die majestätischen Berge, erhaschen sie im uralten Wald immer wieder einen kurzen Blick auf halb überwucherte, antike, eingeborenen Siedlungen. Der gewundene, schnelle Aufstieg in die Bergregionen wird ihnen den Atem rauben, aber auch Kraft und Motivation für den Rückweg geben, die Abhänge hinab, zurück in die Stadt. Schöne Strecke hier, besonders hier so ein richtig schön langer Pass. In Kanada ist das wunderbar. Ich mag ja Kanada. Keiner da in Kanada. So, Pacific Spirit. Yep. So, Gegner. Das sind jetzt, brauchen wir Klasse A. Na, wo bist du? Nur Klasse A. Komplettes Feld. Wunderbar. So, Spieler 1. Was haben wir jetzt in Klasse A? Wir hatten den Lotus Elise GT 1. Den haben wir jetzt schon gefahren. Und den Ferrari F50. Was haben wir noch so schönes? Den McLaren haben wir noch. Den Ford GT 90. Haben wir den schon? Ja, den haben wir auch schon. Ford Indigo. Ansonsten haben wir ja alle. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil wir haben drei Klasse A Rennen. Proving Grounds, Outback und Pacific Spirit. Und ich sehe gerade, den Lotus Elise GT haben wir. Den McLaren haben wir noch nicht. Aber den McLaren will ich jetzt... Wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt nochmal mit einem anderen, würde man sagen, was haben wir denn da? Klasse A, den Lotus. Dann nehmen wir nochmal den Lotus. Aber da mache ich jetzt nicht das Schaufenster. Den Lotus machen wir mal in einem schönen Rot. Ich mache das jetzt auch nur, weil ich Proving Grounds nicht, Proving Grounds sage ich, weil ich Pacific Spirit jetzt auch nicht in der Beschreibung hatte. Deshalb ist ja das blöd, dass ich das jetzt nochmal doppelt fahren muss. Nee, das machen wir anders da. So. Also Pacific Spirit. Dann hatten wir noch Proving Grounds. Das ist auch nochmal in Klasse A. Aber ich glaube, das machen wir zum Schluss. Ja. Outback. Mal gucken, was er dazu sagt. Das ist nämlich auch Klasse A, Outback. Genießen Sie die atemberaubende Aussicht, wenn Sie über die Hafenbrücke in den wirbelnden Verkehr der Straßen von Sydney eintauchen. Die Stahl- und Glaskonstruktionen der Stadt weichen aber schon bald dem roten Sand der Wüste. Heizen Sie über die sonnenverbrannten Pisten des australischen Outbacks, wo nur Krater, Felsen und Canyons die riesige ausgetrocknete Ebene unterbrechen. Vergessen Sie nicht, für dieses Rennen viel Wasser mitzubringen, denn wahrscheinlich dürstet es Sie schon bald nach mehr als nur nach Ruhm. Ja, dürstet es nach mehr. Tolles Wortspiel. So, und jetzt machen wir noch, Moment, was war es? Proving Grounds. Weit ab von neugierigen Blicken hat dieses entlegene Testgelände schon die schnellsten Autos der Welt herausgefordert. Ursprünglich wurde es für Langstreckentests erbaut, aber es kann auch der ganz gewöhnlichen Wettrennen den Adrenalinspiegel der Fahrer in die Höhe treiben.
In diesem Hochgeschwindigkeitsoval können Sie das Gaspedal ruhig am Bodenblech lassen und permanent mit Spitzentempo fahren. Aber konzentrieren Sie sich völlig aufs Fahren. Denn im Geschwindigkeitsbereich über 300 Stundenkilometer kann der geringste Ausrutscher Ihr exotisches Rennauto schlagartig in teures Altmetall verwandeln. Ja, und da wir jetzt Proving Grounds fahren, mit dem McLaren wird das wahrscheinlich schon ein bisschen ein teurer Spaß. Also wir lassen jetzt Proving Grounds. Jetzt holen wir uns unseren McLaren. Und dann habe ich euch alle Autos gezeigt. Das will ich dann noch mal kurz... Ja. Und zwar der McLaren... Silber ist immer eine gute Farbe. Oh, Bremsen und Spitzengeschwindigkeit. Boah, das ist ja was. Der muss ja richtig gut abgehen. Bloß Handling ist nicht so mein Ding. Aber macht nichts. So, jetzt gucken wir uns mal das Schaufenster an. Immer das Ziel vor Augen, den ultimativen Sportwagen für den Straßenverkehr zu bauen, hat McLaren Cars keine Kosten und Mühen gescheut, um aus ihrem reichen Fundus an Formel-1-Erfahrungen den spektakulären McLaren F1 zu destillieren. Einen ultraleichten Hochleistungsrenner, der mit einigen der modernsten Technologien und Materialien der gesamten Industrie aufwarten kann. Der 627 PS starke BMW V12 Motor treibt den F1 mit seinem unglaublich festen und leichten Kohlefaserchassis auf ein Spitzentempo von atemberaubenden 372 km/h. Damit ist der F1 der schnellste Seriensportwagen der Welt. Um Bodenhaftung und Handling zu verbessern, setzt der F1 ein komplexes Arsenal von Luftleitsystemen, elektrischen Ventilatoren und einem bremskraftabhängigen Heckspoiler ein, dessen vereinte Kräfte den Wagen bei höheren Geschwindigkeiten förmlich an den Boden saugen. Mit seinem reichlich siebenstelligen Preisschildchen ist der McLaren F1 der teuerste Seriensportwagen der Welt. Aber für Fahrer, die ultimative Leistung fordern und sich die Ausgabe von rund 1,3 Millionen Mark leisten können, gibt es nur wenige Autos, die in dieser Geschwindigkeits- und Beschleunigungsklasse mithalten können. Hier steht 1,5, aber egal. Da war in der Serienproduktion. Geil. Gibt's aber auch schon wieder Steigerungen. 372 km/h zur damaligen Zeit, absolut utopisch. Und sogar hier ein Heckspoiler, der hochfährt bei höheren Geschwindigkeiten. Ich meine, das haben ja die heutigen Sportwagen alle schon serienmäßig ver... Na doch, Bugatti hat's, der R8 hat's. Was gibt's noch? Ach, all die anderen bestimmt auch. Zumindest hat man da schon mal den Vorsprung gemacht mit dem Fahrtwind als Element zu arbeiten, dass das Auto dann auf die Straße gedrückt wird. Zur damaligen Zeit nicht gerade sehr häufig gesehen. Aber 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Hammergeil. Manuell, okay, mit sequenziell wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Und 6 Gänge, ja, das setze ich ja mal voraus. Obwohl die eigentliche Firma McLaren Cars erst 1989 gegründet wurde, begann die Firmengeschichte schon Jahrzehnte früher, während der herausragenden Rennkarriere des verstorbenen Bruce McLaren. Der 1937 in Neuseeland geborene Bruce McLaren begann seine ersten Abstecher ins Automobilrennen im zarten Alter von 14 Jahren, als sein Vater ihm einen alten 24 PS starken Austin 7 Alster Rennwagen von 1929 überließ. Mit diesem alten Austin 7 sammelte der junge McLaren seine ersten Erfahrungen mit Autorennen und Automechanik. 1959 gewann er als jüngster Fahrer aller Zeiten einen großen Preis, ein Meilenstein, der seine weitere Karriere für immer prägte. Mit der Gründung des Rennteams Bruce McLaren Motor Racing begannen er und seine Mannschaft 1964 die Eroberung der Formel 1 und gründeten eine Dynastie, die bis heute Bestand hat. McLaren träumte auch davon, straßentaugliche Wagen zu bauen. Doch traurigerweise kam er 1970 in einem tragischen Unfall bei Testfahrten ums Leben. Doch sein Traum und seine Mannschaft lebten fort, dominierten auch weiterhin den Rennsport und wurden 1993 zum erfolgreichsten Grand Prix-Team aller Zeiten.
McLaren Cars wurde 1989 mit einer ganz simplen Zielsetzung gegründet, den ultimativen Sportwagen für den Straßenverkehr zu bauen. Auf der Grundlage von McLarens reichem Schatz an Formel-1-Erfahrungen und Technologien verwirklichte die Mannschaft unter Leitung des technischen Direktors Gordon Murray diesen Traum. 1994 brachte die Firma ihren ersten Seriensportwagen für die Straße heraus, den McLaren F1. Ja, und der wird ja, glaube ich, heute noch gebaut. Also so in diesem Design. Hammergeil. Sieht schon geil aus, die Karre. Immer das Ziel. Aber hier, das hier. Nur dieser kleine Teil hier, der geht auf. Also nicht das komplette Fenster, sondern nur dieser kleine Schlitz hier habt ihr als Fenster. Also wenn ihr so ein Auto mal fahren solltet, ja, und das Fenster runter macht, ist das hier das Einzige, was runter geht. Das hier, das bleibt alles so, wie es ist. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hasse sowas irgendwie. Der Lamborghini Countach zum Beispiel, der hat das auch. Und der DeLorean, er hat auch sowas. Total, naja. Hat man sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, das so zu machen. Aber richtig geil sieht er aus. Und er hat auch diese komischen Flügeltüren. Oh ja, er gibt schön Rauchzeichen. Da ist auch das Heck wieder ein bisschen länger als vorne. Hab ja schon mal gesagt, ich glaube in einer der ersten Folgen, dass ich mir sowas eigentlich nicht wirklich gefällt. Wenn ein Auto hinten länger ist als vorne. Der Lufteinlass hier oben. Aber die Spiegel sind ziemlich weit ausstehend. Na gut, müssen sie ja eigentlich, wenn man da hinten so einen breiten Hintern hat. Sonst sieht man ja nichts, wenn sie hier montiert werden. Ja. Also diese Art von Flügeltüren. Ne. Ist nicht meins. Ne. Also das hätte man anders da lösen können. So. Okay. Dann gucken wir uns noch das Video an und dann fahren wir das Rennen und dann sage ich noch was. Immer das Ziel. Richtig psychomäßig. Aber das Auto ist auch ein bisschen psycho. So, dann fahren wir mal das Rennen. Und gucken mal, was der McLaren so kann. Komm, komm. 2, 1, los. Aha, Wheelspin haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Boah, Beschleunigung, da geht ja ab. Uhu. Der geht ja ab. Du, du, du. Der geht ja voll ab. Ah, bleib hier auf der Straße, nicht da unten. So. Du, geh mal weg. Ey. Mega. Was war denn das jetzt? Hat er da einfach auch immer so rüber gezogen? Oh, wurscht. Hauptsache, ich fahre dem hinten rein oder wie oder was? Wir haben schon 330, 340 auf der Uhr. Hammer krass. Ja, der McLaren ist schon ein ziemlich schneller Schuh. Da
Ferrari lassen wir auch mal stehen. Obwohl Ferrari in weiß sieht auch nicht schlecht aus. So, dich da vorne kriegen wir auch noch. Und dann haben wir es doch. Dann haben wir es, Leute, ne? Ja, ist aber doch. Das wäre böse gewesen. Nein. Das bremst mich nur aus da unten. Oh oh, der holt auf, der holt auf! McLaren, war doch auch McLaren, oder? Konnte ich jetzt im Rückspiegel nicht so genau identifizieren. Aber ich glaube, das war auch ein McLaren. Weil alles andere kann ja nicht mithalten. Weil BMW-Motor und so drin, ne? So. Ja. Wenn wir es so schaffen, dann passt das doch. Hups und hups und hups. Wow. Hui. Ha. Wunderbärchen. Kriege mal, kriege mal, kriege mal. Hopp, hopp, hopp. Ah, der hängt uns aber immer noch schön an der Hacke, der McLaren, der andere, der rote. Ich sehe ihn immer noch auf der Karte, während alle anderen. Wahrscheinlich überrunde mal jetzt gleich den ersten. Ja, super. Letzte Runde. Passt. So, jetzt bloß nichts versauen. Sonst haben wir die Arschkarte gezogen. Und das wäre auch ziemlich peinlich. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ich muss halt mal gucken, ich muss die Lenkung hier ganz leicht immer nur antippen. Ja, weil wenn ich zu lange drauf bin, auf links oder rechts, ja, dann zieht der böse rüber. Der hört wahrscheinlich die Tastatur klimpern. Na, aber ich denke, das geht ganz gut. Ja, ich denke, das passt. Passt wunderbar. Und Victory. F1 gewinnt. Ah, welches Auto denn sonst? Gratuliere, Sie haben das Rennen gewonnen. Huhu! Sie sind unter den 10 Besten auf diesem Kurs. Sehr schön. Sie haben einen neuen Rundenrekord für diesen Kurs aufgestellt. Ah, passt doch. So, und damit, ich habe euch jetzt alle Autos gezeigt. Ich habe die Runden, habe ich die Informationen und das gezeigt. Polizei gibt es ja scheinbar nicht. Und deshalb werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt die Credits hier einblenden und das Let's Play hiermit beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Natürlich machen wir mit Need for Speed 3 weiter. Habe ich auch hier schon liegen. Muss jetzt nur mal gucken, wie ich das zum Laufen kriege. Unter Windows 7. Das ist nämlich auch immer so ein kleiner Act. Aber ich bin froh, dass es unter Windows 7 soll es ja gut laufen. Unter Windows 10 hätte ich noch viel größere Probleme. Aber ich denke, das kriege ich hin. Sobald ich es hingekriegt habe, werde ich es dann auch logischerweise aufnehmen. Werde es euch dann auch wieder als Let's Play dann zeigen. Auch wieder mit Streckeninfos, Autos, sowie halt eben die vorherigen Teile auch. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr aber an den nächsten Projekten auch mit dabei seid. Wünsche euch alles Gute und sagt nur noch Adios. Und jetzt kommen die Credits.
Thank you.